Hallöchen und willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch Ironflower, die Rebellinnen von Tracy Benchart vorstellen und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Die Hauptcharaktere sind zwei Schwestern, Serena und Nomi. Serena ist die Ältere und hat die Chance, die neue Grace des Thronerben zu werden, worauf sie schon ihr Leben lang drauf vorbereitet wurde. Und ja, auch was sie sich sehnlichst wünscht, weil sie damit ihrer Familie aus der Armut befreien kann. Nomi ist das komplette Gegenteil von ihrer Schwester. Sie ist nämlich aufmüpfig und rebellisch. Sie möchte gern all die Dinge tun können, die Jungs tun dürfen. Das ist aber Mädchen und Frauen in dieser Geschichte verboten. Als Serena jetzt als Anwärterin in den Palast eingeladen wird, mit Nomi als ihrer Begleitung und die Auswahl bekannt gegeben wird, also welche drei Frauen die neuen oder die ersten Graces des Thronerben werden dürfen, passiert etwas, womit beide Schwestern niemals gerechnet hätten. Und wo ihr Weg die beiden Schwestern hinführt, das ist es, worum es in diesem ersten Band geht. Dies ist der erste Teil dieser Reihe und fängt gut an. Man hat einen langsamen Einstieg in die Handlung, die auch nachvollziehbar ist. Am Anfang fand ich die Schwestern noch sehr langweilig. Aber der Schreibstil, muss ich sagen, war sehr gut und man kam sehr schnell voran. Also man konnte das wirklich sehr schnell lesen. Leider muss ich sagen, dass ungefähr nach der Hälfte dieses Buches hatte ich mir überlegt, es abzubrechen. Weil wohin sich das entwickelt hat und was nachher immer schlimmer wurde, das hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Das habe ich am Anfang gar nicht so extrem wahrgenommen. Aber die Frauen in dieser Geschichte, die durften ja wirklich überhaupt gar nichts. Also die hatten haufenweise Pflichten, aber absolut keine einzigen Rechte. Sie sollten immer schön den Mund halten und wurden nur wie Eigentum angesehen. Und mit dem man auch machen konnte, was man wollte. Und das fand ich total furchtbar und sie sollten immer, Hauptsache sie waren fügsam und am besten auch noch wunderschön und dumm und haben überhaupt nicht aufbegehrt oder rebelliert. Und jede, die das getan hat, wurde eben sofort bestraft. Das hat mich nachher auch so sauer gemacht, dass das irgendwie fast jeder auch akzeptiert hat und nichts dagegen tun wollte. Und ja, das hat mich irgendwann echt so extrem gestört, dass mir dieses ganze Buch überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat, weil die Frauen eben so extrem unterdrückt wurden und die Frauen wurden so extrem unterdrückt und die Männer waren halt totale Monster. Das ist aber reine Geschmackssache, weil, wie schon gesagt, der Schreibstil war ja wirklich sehr gut und es ist auch sehr interessant, was für Serena und Nomi für eine Entwicklung durchmachen, weil sie ja für einen bestimmten Zweck oder für eine bestimmte Sache wurden sie ja erzogen. Und jetzt ist es aber so, dass sie sich genau in der gegenteiligen Situation wiederfinden. Ja, und wie sie damit klarkommen, wie sie wachsen und daraus hervorgehen, das war wirklich sehr spannend, das zu verfolgen. Mir hat eben einfach nur die Story nicht gefallen und deswegen weiß ich auch nicht, weil ich habe halt nach der Hälfte auch dann nicht mehr richtig gelesen, sondern nur noch überflogen. Und ich weiß eben auch nicht, ob ich mir den zweiten Teil überhaupt noch holen werde. Weil es kann zwar sein, dass der mir auch mehr zusagt und ich den besser finde. Und es wäre auch interessant zu verfolgen, wie es mit den beiden weitergeht. Aber ich möchte halt auch nichts lesen, was mir keinen Spaß bringt und was mich nur frustriert.
Deswegen muss ich mir das einfach noch überlegen und ich bin mir echt nicht sicher, ob ich da weitermachen werde. Zusammengefasst war das eine gute Jugendbuchgeschichte, aber zu Fantasy würde ich sie nicht dazu zählen. Die Handlung ist einfach nicht meins gewesen, aber deswegen ist sie ja nicht schlecht und das ist halt einfach nur reine Geschmackssache und mir hat es eben nicht gefallen. Ihr könnt mir ja sagen, ob ihr Ironflower, den ersten Teil, schon gelesen habt und ob ihr vielleicht auch schon den zweiten kennt und wie euch die beiden Bände gefallen haben. Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Vielen Dank auch heute wieder fürs Zuschauen. Eure Rena. Tschüss!